Hallo Leute, herzlich willkommen zur weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir die Arena Challenge beendet, beziehungsweise die Vorrunde, und jetzt sind wir vor Captain Rosé oder wie der heißt, sein Tower. Und hier geht die krasse Story weiter und ich bin gerade wieder fasziniert, wie hässlich dieses Spiel eigentlich ist. Ist ja heftig. Okay, Hopp, dann lass mal in den Tower gehen und gucken, was hier für eine super krasse Story passiert. Und sag mir bloß nicht, der Rosé ist in Wirklichkeit böse. Wow, so sieht der Rosé-Tower also von innen aus. Der ist so riesig, da wird einem fast schwindelig. Ich glaube, ich habe nur noch Salat und eine dicke Gurke. Ich habe auch eine dicke Gurke in meiner Hose. Zu spät. Wie weit der aufzufährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm! Alarm! Eindringlinge gesichtet. Oh boy. Ist das derselbe, den wir ausgetrickst hatten in der letzten Folge? Der dreimal vor uns weggelaufen ist. Oh nein, Jaynona! Macht gar nicht mal so wenig Damage, aber da kommt ja der Flammenwurf und jetzt kannst du ihn braten und dann essen. Hakuna Matata, sage ich da nur. Keine Sorgen, Exandros ist Level 62 und Jaynona wird auch dein nächstes Pokémon vernichten, du hast gar keins. Na gut. Jetzt lässt er es einfach vorbei, ich fass es nicht. Die könnten das Spiel jetzt richtig heftig strecken, wenn man einfach in jeder Ebene einmal kämpfen müsste. So schön 100 Kämpfe, bis man oben ist. Das wäre doch typisch Nintendo gewesen, oder? Nein, nicht typisch Nintendo, sondern typisch Game Freak. Hä? Oh nein, warum halten wir an? Wir sind doch gar nicht an der Spitze. Oh nein, hier kommen Gegner. Wer hätte es erwartet? Ein Doppelkampf. Oh boy. Was macht sie für eine komische Handbewegung? Und wieso lägt hier alles? Das Spiel sieht so scheiße aus. Und die Switch kriegst trotzdem nicht hin. Also ich glaube nicht, dass es an der Switch liegt, sondern eher daran, wie Game Freak dieses Spiel entwickelt hat, dass es ab und zu wirklich mal laggt. Also Game Freak hat so ein bisschen bei mir verschissen, muss ich sagen, mit diesem Spiel. Wie seht ihr das, Leute? Wieso guckt ihr dieses Let's Play noch? Sagt es jetzt in die Kommentare. Okay, komm, wir greifen einfach mal Bronzong an, der wird garantiert Iron Giant. Und dagegen, ist das nicht sehr effektiv? Nee, ist nicht sehr effektiv, warum das denn nicht? Egal, noch eine Laubklinge und der Bronzong ist weg. Zack, zack, Schlitz, Schlitz, Schlatsch. Allein weil die Attacke wenigstens mal cool aussieht, kann man die ruhig mal öfters einsetzen. Als wenn Fly so ein Katana-Schwert hätte. Hat er ja auch eigentlich. Also sein Porridge-Schwert hat er. Porridge-Schwert. Nein! Hallo, knullst du bitte mein Fly nicht tot? Was soll das denn jetzt? Okay, Fly, ich habe Angst, dass du stirbst, deswegen Nickel. It's your turn. Aber gut gekämpft, Fly, bisher. Da bekommt Nickel auch gleich den Knuddler ab, was aber gar kein Damage macht einfach. Zäh. Wenigstens kann ich beweisen, dass dieser Lift auch einen Pokémon-Kampf standhält. Und weiter geht's. Wir werden garantiert nochmal aufgehalten, bevor wir im 100. Stockwerk sind. Na, sind wir oben, Hopp? Sag doch mal. Nein, sind wir natürlich nicht. Wer hätte denn damit gerechnet? Der Rosé-Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf 150 Meter Marke. Hahaha. Und jetzt halten wir euch auf. Sie stehen diesmal andersrum. Das ist ja innovativ. Kapau. Klick-Klack ist weg. Klick-Klack ist aber wenigstens ein schöner Name. Sogar ein Volltreffer. Wieso greifen die eigentlich immer nur mich an? Nicht nett, Flunkiefer. Spüre den Durchbruch von Fly, der hoffentlich wieder ein Volltreffer ist. Yeah. Also eigentlich drückt man in diesem Spiel die ganze Zeit nur A. Das ist wie bei Final Fantasy 13. Da musste man auch die ganze Zeit nur A drücken und hat dann einfach das Spiel durchgespielt. Und der heilt mich nach jedem Kampf. Hopp, was ist denn bei dir kaputt? Please stop. Kann ich mich wenigstens bewegen? Oh, hab ich das gemacht? Redet Hopp mit mir? No one knows. Und wir sind immer noch nicht ganz oben, oder? Nope. Oh, sind wir jetzt wirklich oben angekommen? Was? Hoffentlich lohnt sich wenigstens der Ausblick. Sieht man den Ausblick? Oh mein Gott, es ist sie, Olivia! Ich lauf einfach weg. Ich bin einfach in die andere Richtung gelaufen. Ha, willkommen im Stockwerk des Liga-Präsidenten. Ich sehe euch nicht, aber ich weiß, dass ihr da seid. Ich spüre eure Präsenz. Ab hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Dizzy. Was ist denn bei ihr kaputt? Olivia! Olivia ist die Böse und nicht Rosé. Oder was? Ein Frostdetsche. Oh,
der sieht cool aus. Die sieht so aus, als wenn sie so ein Kimono anhätte. Das ist wenigstens ein nettes Design. Und der Hop hatte eben schon gesagt, man kann hier oben tatsächlich dynamixieren, weil der Turm wohl irgendwie auf eine Energiezelle drauf ist und deswegen geht das. Ja, ja. Wieso muss ich jetzt eigentlich wieder alleine kämpfen, obwohl Fly dabei ist? Obwohl Hop dabei ist? Das macht doch auch schon wieder gar keinen Sinn. Aua. Kannst du aufhören, mir weh zu tun? Friss das und sterb einfach. Oh, schon Level 50. Das kann man, glaube ich, vor freie Wahl als Max-Level einstellen, wenn man gegen andere Trainer antritt. Das ist dann Level 50 immer das Maximale. Hat die nur Psycho-Pokémon? Oh, ist nicht nur Psycho. Was denn dann noch? Okay, Fly wird aber leider durch die Verbrennung sterben. Oh, ich liebe dich, Dizzy, deswegen sterbe ich dich. What? Fly? Fly hat mit einem Leben überlebt und hat die Verbrennung gleichzeitig weggemacht. Krasser Boy. Aber ich werde dich trotzdem auswechseln. I'm sorry. Und da ich denke, dieses Viech ist auch zur Hälfte irgendwie Pflanze oder so. Vielleicht Gras? Kommt bei Jaynona rein. Es hat zumindest einen sehr großen Grünanteil im Design. Und Grün bedeutet immer, ist schlecht gegen Rot, also gegen Feuer. Wird schon passen. Auf geht's. Flammenwurfattacke. Brutzel, brutzel. Ja, sieht gut aus. Effektiv. Man muss immer nur nach der Farbe gehen. Pokémon ist ein Spiel, wo man sehr Farbenlehre betreibt. Oh, die hat einen Milotic. Wahrscheinlich Wasser-Psycho, wenn ich mir das Design so ansehe. Und wenn ich diese Attacke so sehe, dann bin ich mir noch mehr sicher. Ein Wasserregen sieht sehr wässrig aus. Naja, dann sollte der Overdrive verlangen, nicht wahr? Amphira. Oh boy, das ist ja richtig sexy. Ist das ein komischer Kink, wenn man Pokémon sexy findet? Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall nochmal den Overdrive einsetzen. Was? Das ist ein Feuer-Pokémon. Alles klar, damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Bin mal gespannt, aber der Overdrive langt trotzdem, obwohl er nicht sehr effektiv ist. Aber sehr sexy Pokémon, muss ich sagen. Ah, das ist mein letztes Pokémon, echt. Ich drehe gleich durch. Tust du doch jetzt schon. Guck dich mal an, Olivia. Was hast du denn für einen Blick drauf? Ein Deponitox. Gegen das habe ich ganz viel gefarmt gehabt, tatsächlich, in der Wild Area. Können wir einfach mal Dynamaxen und das deinige Wetter auf ihn raufballern. Auf geht's, Nickel, Dynamaxiere dich zu Riesen-Dynamax-Nickel-Gedöns. Wow. Geil. Ja, Punkrock sie zu Tode. Möchtest du etwas Großartiges sehen? Giga Dynamax! Deponitox! Aber was ist denn falsch mit ihr? Warum ist sie so? Wollen sie aus nichts? Ich werde nicht zulassen, dass du... Oh, der sieht aus wie Katamari. Kennt ihr das Spiel? Dass man so eine Kugel und... Er muss alles Mögliche aufsammeln. Und Katamari ist halt so eine klebrige Kugel, an der dann alles kleben bleibt. Und genau so sieht der Typ hier auch aus. Oh mein Gott, er überlebt das Gewitter. Dabei ist er nur halb so groß wie Nickel. Das geht doch nicht. Oh, Erdstoß wird sehr effektiv sein, oder? Nein, Nickel! Das ist belastend. Das ist ja ultra wack. Jaynona ist auch kacke gegen Erde. Muss Exandros rein. Und überlebt hoffentlich eine Attacke. Und wir müssen auf jeden Fall einen Top-Beleber eventuell. Ich setze einen Top-Beleber ein. Für Nickel. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Und jetzt muss halt Exandros trotzdem diesen Angriff überleben. Was ist das für eine Scheiße? Au. Okay. Ist sehr effektiv, aber dafür hat das Exandros erstaunlich gut ausgehalten, ne? So, jetzt ist die Frage: Greifen wir als erstes an oder nicht? Wenn ja, dann ist der Typ hundertprozentig tot. Wenn nicht, dann könnte Exandros sterben und die Deponitox vielleicht durch den Sandsturm und dann hätten wir Exandros weniger. Egal, ich probiere es einfach. Eissan-Attacke! Oh, er greift als erstes an. Wird wahrscheinlich sogar lang und bis... Nee, langt nicht, aber wir müssen die Deponitox jetzt töten. Gut, weil sonst wird uns der Sandsturm vernichten. Nee, aber so, alles cool. Sehr gut, Exandros. Exandros. Exandros bist du ja. Und wehe, der Sandsturm macht jetzt nochmal Schaden. Das wäre richtig assig. Tut er nicht. Okay. Ja, Exandros.
Ach Mann, verloren. Hä? Wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Oh boy, der Champ ist auch hier. Was macht der denn hier? Kannst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst. Wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieser Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Sie haben mein Wort, ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Hören Sie auf, was auch immer Sie da tun. Ach, macht euch keine Gedanken über das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Hä? Dann hat unser Eingreifen ja gar nichts gemacht. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galars einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Nötig auch im Alleingang. Das war doch jetzt voll dumm. Wofür sind wir jetzt da nach oben gegangen? Für nichts und wieder nichts. Wir haben ihr Gespräch ja trotzdem geführt. Und es hätte auch genau jetzt beendet worden sein. Du bist Lizzie, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gern zum Stadion. Da wären wir im Score-Stadion, den krassesten Stadion in Galar. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Ich glaube, hiervor hatte mich der Randig nämlich gewarnt, mehr oder weniger, dass er hier einmal verkackt hätte. Weil das anscheinend doch nicht so einfach gewesen sein soll, wie man denkt. Ich habe ja leider nur noch 4 Pokémon, das erschwert das Ganze ein bisschen. Guck mal, da sind sogar die ganzen alten Trainer. Wieso nimmt die hier auch dran teil? Die habe ich doch jetzt schon alle besiegt. Das macht gar keinen Sinn. Ja, tatsächlich. Die nehmen alle mit teil hier. Gut, das machen wir auch noch in dieser Folge. Okay, auf geht's. Muss ich jetzt gleich schon gegen Delion kämpfen? Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Delion, euer Champ. Und ich erlaube mir mal, das Wort für den Ligapräsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galar-Region an diesem Wettkampf wachsen. Hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet. Halt! Nein! Wer ist das? Ist das etwa... Ich habe seinen Namen vergessen. Ich bin Betsy. Ich habe noch eine Rechnung mit Dizzy zu begleichen. Und das werde ich jetzt tun. Ich schwöre, ich werde dich vernichten vor all diesen Zuschauern. Weißt du, wie schwer es war, die ganze Zeit nur in Quizform zu kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss? Das ist eine Schande. Diese alte Dame war blöd und hat mich alles peinlich gemacht. Was ist denn aus mir geworden? Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde mich rächen, indem ich dich vernichte. Oh, Betsy ist ein Süßer. Guck mal, er hat jetzt sogar diesen Arena-Orden von der alten Dame. Hä? Ist er ein bisschen schwuler geworden? Kommt mir ein bisschen so vor. So ein süßer Knuffi. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine Option als den Sieg. Ja, hast du ja auch erst 4 Mal oder so gegen mich verloren. Und beim 4. Mal wurdest du sogar disqualifiziert. Bist jetzt bestimmt viel besser geworden als vorher, ne? Ja, ja. Naja, Fly, dann zeig mal, was ein echter Champ so drauf hat. Genauso. Gut gemacht. Tschack, tschack, tschack. Klingenstoß des Todes. Auch wieder ein Volltreffer. Das ist so geil an Fly, dass er immer Volltreffer macht. Noch eine Laubklinge, weil sie so witzig aussieht. Schlitz, schlatz, schlutsch. Wieder ein Volltreffer. Fly, was ist los mit dir? 3 Volltreffer in Reihenfolge. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst wohl, du hättest schon gewonnen, was? Naja, du hast noch kein einziges Mal angegriffen. Und Fly hat bisher jedes Mal mit einem Hit deine Pokémon gekillt. Und ich meine, ich kann doch deine vexieren. Von dem her... Ja, ich fühle mich ziemlich sicher, dass ich hier gewinne. Riesenfly, du bist dran. Oh nein, Betsy wird auch Giga Dynamaxieren. Wer hätte denn damit rechnen können? Aber hält wenigstens den Ball mal so cool. Nicht so 0 auf 15 mäßig.
Und die wird auch einfach nur groß, wenn ich das richtig sehe. Oder sieht die anders aus? Minimal anders vielleicht. Dass oben so ein kleiner Dude drin ist, was in kleiner Form nicht so ist. Da waren die aber wieder ein bisschen faul, ne? Dann besamen ihn einfach mal frei. Oh ja, voll in die Fresse. Oh, das sieht auch sehr, sehr geil aus. Hey, Fly wird doch nicht sterben. Weil er natürlich wieder einen Volltreffer machen muss. Lel. GG, Betsy. Zah, aus und vorbei. Aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Feen-Pokémon zeigen. Hatte er... Davor hatte er doch auch schon Feen-Pokémon, oder nicht? Oder war er davor Psy... Ne, er hatte auch davor Fee. Bin ich mir relativ sicher. Hey, Betsy, gut gekämpft. Wir wollen ein Comeback als Trainer. Gib nicht auf. Ein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt, für immer der Arenaleiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Ich bin immerhin ein Naturtalent. Gut, dann war's das aber erstmal mit dieser Folge. Wir haben gegen Betsy gekämpft und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich die krassen Kämpfe machen. Bin gespannt, ob die Überrunde... Was? Bin gespannt, ob die über Level 60 kommen mit ihren Pokémon. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.